Ludwig Uhland, Schwäbische Kunde. Als Kaiser Rotbart Lobesam zum heil'gen Land gezogen kam, da mußt er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge wüst und leer. Daselbst erhob sich große Not, viel Steine gab's und wenig Brot, und mancher deutsche Reitersmann hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pferden ward so schwach im Magen, fast mußt der Reiter die Mähre tragen. Nun war ein Herr aus Schwabenland, von hohem Wuchs und starker Hand. Des Rößlein war so krank und schwach, er zog es nur am Zaume nach. Er hätt es nimmer aufgegeben, und kostet's ihm das eigne Leben. So blieb er bald ein gutes Stück hinter dem Heereszug zurück. Da sprengten plötzlich in die Quer 50 türkische Reiter daher. Die huben an, auf ihn zu schießen, nach ihm zu werfen mit den Spießen. Der wacke Schwabe forcht sich nit, ging seines Weges Schritt vor Schritt, ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken und tät nur spöttisch um sich blicken. Bis einer, dem die Zeit zu lang, auf ihn den krummen Säbel schwang. Da wallt dem Deutschen auch sein Blut. Er trifft des Türken Pferd so gut, er haut ihm ab mit einem Streich die beiden Vorderfüß zugleich. Als er das Tier zu Fall gebracht, da faßt er erst sein Schwert mit Macht. Er schwingt es auf des Reiters Kopf, haut durch bis auf den Sattelknopf, haut auch den Sattel noch zu Stücken und tief noch in des Pferdes Rücken. Zur Rechten sah man, wie zur Linken, einen halben Türken heruntersinken. Da packt die andern kalter Graus, sie fliehen in alle Welt hinaus, und jedem ist's, als würd er mitten durch Kopf und Leib hindurch geschnitten. Drauf kam des Wegs ne Christenschar, die auch zurückgeblieben war. Die sahen nun mit viel Bedacht, welch Arbeit unser Held gemacht. Von denen hat's der Kaiser vernommen, der ließ den Schwaben vor sich kommen. Er sprach: »Sag an, mein Ritter wert, wer hat dich solche Streich gelehrt?« Der Held besann sich nicht zu lang. »Die Streiche sind bei uns im Schwang. Sie sind bekannt im ganzen Reiche, man nennt sie halt nur Schwabenstreiche.«